Die neue Generation des HP Envy 34 Curved All-in-One steht vor der Tür und mit diesem Wissen, was in Zukunft besser wird, haben wir den Vorgänger einem sehr ausführlichen Test unterzogen. Es geht hierbei vielmehr darum, um das Benutzererlebnis zu testen und die Verbesserungen zum Nachfolger zu vergleichen, als um reine Benchmarks. Denn in Wahrheit kauft man einen All-in-One-PC nicht nur aus dem Grund, die allerbeste Hardware nutzen zu können. Primär geht es bei einem All-in-One-PC um das Design. Rein äußerlich ist der HP Envy 34 Curved All-in-One aufgrund dieses großen, gebogenen QHD-Displays natürlich ein beeindruckender Anblick. Das Design des Geräts selbst ist aber im Grunde als schlicht zu bezeichnen. Jedenfalls nicht aufregend. Obwohl das Display einfach riesig ist, fügt es sich sehr unauffällig in seine Umgebung ein. Sowohl das Display als auch der Standfuß, in dem sich die gesamte Hardware befindet, ist in ein mattes Schwarz gehalten. Der Standfuß ist einfach ein rechteckiger Körper aus sehr solide verarbeitetem Polycarbonat. Dem Nachfolger hat HP eine schwarze Holzoptik verpasst, was mir persönlich deutlich weniger gefällt. HP hat den Envy 34 Curved All-in-One etwas nach dem Prinzip Form over Function gestaltet. Das Display ist nicht höhenverstellbar, sondern lässt sich lediglich neigen. Beim 2018er Modell ändert sich dieser Umstand nicht. Dafür eine andere Sache. Die Positionierung des Ein-Aus-Knopfs sowie der USB-Anschlüsse ist beim alten Modell sehr problematisch. Sie befinden sich nämlich allesamt an der Rückseite, womit sich das Einschalten des All-in-One etwas schwieriger gestaltet. HP hat das aber mit der neuen Generation behoben und den Ein-Aus-Knopf an die Seite befestigt, wo es jetzt auch einen weiteren USB-Typ-A-Anschluss gibt. Damit sind alle Kritikpunkte, die man am Design haben könnte, meiner Meinung nach behoben worden. Das Display des HP Envy 34 Curved All-in-One ist 34 Zoll groß und wundervoll konkav gewölbt. Somit wirken Inhalte am Rand dieses enormen Displays einfach nicht so weit weg wie bei flachen Monitoren. Beim Arbeiten erzeugt es ein Gefühl, als sei man von den Fenstern am Desktop umgeben und diese Atmosphäre ist sehr förderlich für die Konzentration. Das 34 Zoll IPS-Display stellt Inhalte dank WQHD-Auflösung gestochen scharf dar und bietet gleichzeitig eine tolle Blickwinkelstabilität. Die Farben sind dank der matten Display-Oberfläche etwas kühl und blass im Vergleich zu den beeindruckenden Monitoren eines Surface Studio oder Dell XPS 27. Hier hätte ich mir etwas kräftigere Farben gewünscht. Es gibt weder eine Abdeckung des sRGB noch Adobe RGB Farbraums, dafür aber solide Kontraste und Schwarzwerte. Screenbleeding gibt es beim HP Envy 34 Curved All-in-One nicht. Das Gerät kann man über einen Knopf an der Rückseite auch als eigenständiges Display verwenden, was grundsätzlich sehr erfreulich ist. Andererseits könnte man aber einfach auch den beinahe gleichnamigen Monitor für rund 800 Euro kaufen, welcher übrigens auch über die Windows Hello Kamera verfügt. HP wird nicht müde, die langjährige Partnerschaft mit dem Premium-Audio-Hersteller Bang & Olufsen zu bewerben. Auch den All-in-One ziert an der Oberseite des Gehäuses ein unaufdringlicher Schriftzug des Herstellers direkt neben der Touchfläche, worüber sich die Musik steuern lässt. Die Lautsprecher liefern einen unglaublich klaren Sound mit einer feinen Tontrennung. Man sollte für den Preis allerdings doch etwas mehr erwarten können. Der All-in-One lässt im Soundbereich schlichtweg eine gewisse Tiefe vermissen. Ein Harman Kardon Invoke oder auch ein Dell XPS 27 klingen hörbar besser. Das Gehäuse dürfte schlichtweg zu klein sein für einen etwas leistungsfähigeren Woofer. Kommen wir nun zur Leistung des HP All-in-One. Die Performance ist nicht die wichtigste Kategorie bei diesem Formfaktor. Immerhin kauft man sich kein All-in-One, um für jeden Cent das meiste an Leistung rauszubekommen. Dafür ist diese Kategorie schlichtweg nicht da. Wer das erwartet, kommt auch heute nicht am traditionellen Tower vorbei. Dennoch ist die Performance ein Faktor, wo sich die All-in-Ones oftmals stark voneinander unterscheiden. Im Prinzip geht HP bei der Hardware aber auf Nummer sicher. Im aktuellen Modell ist ein Intel Core i7-7700T verbaut, sprich ein für All-in-Ones zurückgetakteter Desktop-Prozessor. Daneben gibt es 16 GB Arbeitsspeicher und eine Nvidia GeForce 950M. In den kommenden Modellen wird es einen 6-Kern-Prozessor der T-Serie geben und einen Nvidia GeForce GTX 1050 mit 4 GB Grafikspeicher, was vor allem der Grafikleistung einen ordentlichen Schub geben wird. Was die Leistung betrifft, so ist es gar kein schlechtes Gesamtpaket. Natürlich sind alltägliche Desktop-Programme überhaupt keine Herausforderung für den All-in-One. Dank dieses riesigen Displays ist man einfach dauernd fast schon dazu genötigt, dutzende Desktop-Programme offen zu haben. Man kann einfach nicht anders. Multitasking ist dank des Displays großartig und die Performance lässt es problemlos zu. Es ist von der Performance ein tolles Arbeitsgerät für alle, die täglich viele Schreib- und Recherchearbeiten, kreative Arbeiten sowie auch einfachere Bildbearbeitung erledigen wollen. Das Display müsste für professionelle Fotobearbeitung aber etwas besser sein und eine höhere Abdeckung des sRGB-Farbraums wäre zumindest erfreulich gewesen. Und wie ist es bei der Videobearbeitung? Nun, das ist eine Frage vieler Nutzer, die aus den paar Testberichten, die im Internet zu finden sind, immer noch nicht beantwortet wurde. Und deswegen schaut man die Testberichte auch bei windowsarea.de und nicht irgendwo anders. Dieses schöne große Widescreen-Display sieht ja für die Videobearbeitung verführerisch gut aus. Natürlich ist der All-in-One vom Formfaktor perfekt für solche Tätigkeiten. Das Problem ist allerdings dann doch die Performance, die den Prozess etwas ausbremst. Da in Premiere Pro zum Beispiel bei der Bearbeitung sehr viel Last am Prozessor ist, gibt es oftmals einzelne Stotterer in der Timeline. Bei 4K-Bearbeitung oder noch höher sind einzelne Stotterer einfach zu bemerken und nicht zu vermeiden. Für Profis ist das natürlich nicht akzeptabel.
Hier ist der Prozessor einfach die Schwachstelle und überraschenderweise nicht die alte GeForce 950M Grafikkarte. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob der 6-Kern-Prozessor im neuen NV34 All-in-One da wesentlich besser abschneidet. Ich habe wegen des Formfaktors wirklich gerne darauf gearbeitet und die einfachen YouTube-Videos von WindowsArea.de lassen sich problemlos darauf zusammenschneiden und bearbeiten. Wer aber mehr braucht und Videos wirklich professionell bearbeitet, wird sich wohl etwas mehr Leistung wünschen. Wer eher einfache Videos nur mal eben nebenbei macht, für den reicht der All-in-One aber aus. Wobei ihr dann unbedingt zum neuen Modell mit den Intel-Core-Prozessoren der 8. Generation greifen solltet. Auch Gaming ist so eine Sache, die man mit diesem riesigen Display zwar gerne machen will, aber durchaus Zweifel hat aufgrund der Hardware. Da der Prozessor bei den meisten Games nicht allzu sehr belastet wird, hängt hier alles von der Grafikkarte ab. Da hat sich beim Sprung von der 950M auf die 1050 natürlich sehr viel getan. Beim neuen Modell könnt ihr damit rechnen, heutige Top-Games bei mittleren Einstellungen in Full HD spielen zu können. Schon jetzt ist das mit der 950M bei niedrigen bis mittleren Einstellungen sehr gut möglich. Dabei bleibt der All-in-One übrigens auch vergleichsweise ruhig. Nur bei einigen Benchmarks hatte der All-in-One manchmal die Lüfter richtig aufgedreht. Doch alle Details hierzu könnt ihr in unserem sehr ausführlichen Testbericht auf WindowsArea.de nachlesen. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss mit unserem Fazit. Der HP Envy 34 Curved All-in-One bietet insgesamt ein wirklich tolles Gesamtpaket für jedes Homeoffice oder Wohnzimmer, wenn ihr es da aufstellen könnt. Er sieht beeindruckend schön aus, bringt Ordnung in jedes Kabelchaos am Schreibtisch und bietet eine gute Performance für deutlich mehr als alltägliches. Für die Vorteile beim Design muss man aber ein paar Kompromisse eingehen. Die Performance hätte mit einem Desktop-Prozessor deutlich besser sein können. Das Display könnte ein Stück farbenfroher sein und der Lautsprecher etwas bombiger. Dafür müsste der Standfuß vielleicht 1 oder 2 cm dicker sein, aber damit wäre ich voll und ganz einverstanden. Die HP Z2 Mini Workstation zeigt ja, was für ein Kraftpaket man in so ein kleines Gehäuse bekommt. Ähnlich hätte ich mir das beim All-in-One gewünscht. Es wäre mehr Platz für einen stärkeren Prozessor, einen etwas größeren Woofer und beim Display kann man da auch noch ein klitzekleines bisschen mehr machen. Das ist aber schon Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Wer für Videobearbeitung nicht gerade Workstation Performance gewohnt ist, wird auch absolut zufrieden sein. Für das, was der HP All-in-One jetzt schon ist, kann man ihn bereits als wirklich tolles Produkt bezeichnen. Er ist schön, gut verarbeitet und läuft perfekt. Mit dem Nachfolger verbessert HP jene kleinen Makel, die ich im Laufe dieses Videos bereits angesprochen habe. Und eines muss ich noch sagen, ich habe noch nie mit einem Gerät produktiver und konzentrierter gearbeitet. Durch das Curved Display ist man eingeschlossen in seine Arbeit, kann gefühlt unendlich Programme gleichzeitig offen haben und man ist nicht abzulenken. Ich denke, dass der HP Envy 34 All-in-One für das redaktionelle Arbeiten, für Recherche und ähnliche Tätigkeiten, wo man sehr viel Multitasking benötigt, aufgrund seines Formfaktors einfach besser geeignet ist als das Surface Studio oder der Dell XPS 27.